Ja, am Sonntagabend beginnt das jüdische Neujahrsfest, Rosh Hashanah. Das ist interessanterweise ein Neujahrsfest, das im 7. Monat des jüdischen Kalenders stattfindet und das nicht mit Böllern und Raketen gefeiert wird, sondern ein sehr ernstes Fest ist, an dem nämlich die 10 Tage der Umkehr beginnen. 10 Tage, an denen man in dem neuen Jahr versuchen soll, sich von seinen Sünden zu trennen und das, was man an Schaden angerichtet hat im vergangenen Jahr, wieder gut zu machen. Das jüdische Neujahrsfest ist ein Fest, das die Familie in der Synagoge und zu Hause begeht. Zu Hause gibt es ein festliches Essen, in der Synagoge gibt es eben Gebete, Schriftlesungen und sozusagen als Höhepunkt des Morgengottesdienstes 100 Töne des Shofar, das ist ein Widderhorn, das die Leute auch mahnen soll, umzukehren und von ihren Sünden abzulassen. Ein erschütternder Klang, den das hat und der sozusagen im Gottesdienst geblasen wird. Das jüdische Neujahrsfest ist sozusagen das Krönungsfest Gottes, also heißt es sonst in den Gebeten, Heiliger Gott heißt es am Neujahrsfest und in den 10 darauffolgenden Tagen Heiliger König, Heiliger Gebieter, also Gott sozusagen als der König aller Menschen. Und das Jahr 5777, das also am Sonntagabend in allen jüdischen Gemeinden beginnt, bezieht sich sozusagen rückgerechnet auf die Schöpfung. Also es ist das Jahr 5777 nach der Schöpfung. Und den Schöpfungsbericht kennen diejenigen, die die hebräische Bibel kennen als das Genesis-Buch, also diese ersten 7 Tage. Bis zu denen rechnet das sozusagen zurück. Das jüdische Neujahrsfest hat einige nette Bräuche. Zum Beispiel werden die Brote, die am Neujahrsfest gebrochen werden, eben nicht in der normalen Längsform gebacken, sondern in einer runden Form. Das neue Jahr möge für das Leben desjenigen, der es dann anschneidet, kein Anfang und kein Ende haben, sondern sozusagen rund beieinander bleiben. Normalerweise wird Brot mit Salz bestreut vor dem Essen am Neujahr und in den 10 Tagen, 14 Tagen sogar danach, wird es mit Honig beträufelt. Also es soll süß werden, das neue Jahr. Man wünscht sich ein gutes neues Jahr, man wünscht sich ein süßes neues Jahr, man wünscht sich ein friedliches neues Jahr. Und das ist das, was ich all denjenigen, die jetzt hier das sehen, welcher Religion sie auch immer angehören, auch wünsche, denn gute Wünsche kann man doch immer entgegennehmen, ob man jüdisch, muslimisch oder christlich ist. Shana Tova, ein gutes, süßes, neues und friedliches Jahr.